Gibt's noch Eindrücke vom Bockmas-Festival, über die ihr sprechen wollt? Naja, ey, total beeindruckend finde ich erstmal das ganze Festival an sich. Ich ziehe da so einen Hut vor den Leuten, die das hier veranstalten, die sich hier irgendwie wochenlang aufreiben und hier so ein tolles Festival auf die Beine stellen und irgendwie das auch, also ich meine, die machen das ja, gut, die machen das für sich auch, um ein gutes Festival zu haben, aber einfach für einen guten Zweck. Also so, da, meine Güte, da bin ich echt wirklich sprachlos. Ich finde das so toll, was die hier machen. Also so zum einen irgendwie so einen guten Fundraiser zu machen, halt echt so gut Geld zu sammeln. Und zum anderen dann halt echt ein richtig schönes Festival hinzustellen. So, also so. Vor allem, ich denke dann auch immer, so ein Festival, das ist ja nicht nur was, wo Leute hingehen und einfach Spaß haben, sondern es ist für viele Jugendliche und gerade die jünger sind, ist es so ein Punkt, wo da gehen die hin und da werden die irgendwie politisiert. Oder wenn du halt auf dem Dorf wohnst und du bist halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie rechts oder hast keine Orientierung und dann kommst du hier hin und du erlebst so lauter alternative Lebensentwürfe, das tut die schon ganz schön beeinflussen und das finde ich auch eine große Sache hier an dem Festival. So. Und ansonsten, ich habe hier einfach total viel Spaß. Ich finde die meisten Leute, die hier rumlaufen, super nett. Ich finde es echt schön. So. Also so, ich kenne in Deutschland die Fusion. Da bin ich öfters, das ist viel, viel größer. Aber ich finde es hier, es hat auch einen sehr, sehr intimen Charme. Also so sehr entspannt, man lernt die Leute kennen. So, das ist das erste Mal, dass wir hier sind und ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Ja, auf jeden Fall. Dann sage ich danke an euch beide für das Interview und wir freuen uns schon auf weitere Konzerte von euch.